Kurz nach Sonnenuntergang, in einem Wald, nicht weit von uns, machte sich ein junger Vogel in seinem Nest bereit zum Schlafen gehen. Morgen sollte er gemeinsam mit allen anderen nach Süden ziehen, so wie sie es jedes Jahr taten. Einzuschlafen fiel dem Kleinen schwer. Viel zu sehr war er aufgeregt bei dem Gedanken an diese Reise. Von seinem Nest aus konnte er seine Mutter beobachten, die auf dem vertrauten dicken Ast saß und gerade dabei war, ein Hemd zu flicken. Sie hatte seine Blicke nicht bemerkt. »Mutter?«, fragte der junge Vogel. »Ach, du schläfst noch nicht«, sagte sie, ohne aufzublicken. »Warum fliegen wir im Winter in den Süden?« Mutter lächelte und sagte, »Eine ungewöhnliche Frage von meinem ungewöhnlichen Sohn. Wir fliegen in den Süden, weil wir diese lange Strecke zu Fuß nicht gehen können.« »Das ist keine Antwort«, sagte der Junge entrüstet. »Ich bin doch kein Baby mehr. Ich bin alt genug, um dich so etwas zu fragen. Und da ich alt genug bin, um so etwas zu fragen, solltest du mir darauf auch eine Antwort geben.« »Nun sag mir den Grund, warum wir jeden Winter unser Haus verlassen müssen. Du musst es mir sagen.« Mutter hatte den Ernst in seiner Stimme erkannt. Sie drehte sich zu ihrem Kind. Und als er sich dem Nest näherte, sagte sie, »Ach Gott, du bist ja wirklich kein kleines Baby mehr. Du bist ein neugieriger Bub geworden.« »Ich bin dein Sohn«, sagte der Kleine. »Und wenn ich neugierig bin, dann habe ich das von dir. Jetzt sag mir endlich, warum fliegen wir im Winter in den Süden?« Die große Vogelmama kniete sich neben das Nest und blickte ihrem Sohn tief in die strahlenden, dunklen Augen. Voller Güte und Geduld sagte sie zu ihm, »Ich weiß nicht, ob ich deine Frage so beantworten kann, dass du damit zufrieden bist, aber ich werde versuchen, dir zu erzählen, was ich weiß.« Aufgeregt holte der Kleine Luft. »Ja, Mutter, bitte, erzähl mir, was du weißt.« Sie breitete ihren großen Flügel aus, umarmte damit ihr Kind und begann, »Nicht nur wir leben hier. Der Wald ist ein Zuhause für viele andere Lebewesen.« Aber selbst wenn wir den Wald im Frühling und im Sommer unser Heim nennen dürfen, so gehört er uns doch nicht. Er ist nicht unser Land. Aber, fragte der Bub, wenn uns dieses Land nicht gehört, wem gehört es dann? Diese Welt gehört dem König. Und der König hat viele Kinder. Dieser Wald gehört seiner Tochter. Sie ist eine Prinzessin. »Eine Prinzessin«, sagte er voll Staunen. »Warum haben wir sie noch nie gesehen? Ich war mit meinen Freunden und auch allein schon überall und ich kenne alle, die hier leben. Noch nie habe ich eine Prinzessin gesehen.« »Würdest du eine Prinzessin erkennen, wenn dir eine begegnete?« »Ich denke schon«, sagte er und fragte zugleich, »wie sieht sie denn aus?« »Ich habe sie selbst noch nie gesehen.« Ganz enttäuscht fragte der Kleine weiter. »Wenn du sie noch nie gesehen hast, wie willst du dann wissen, dass es sie gibt?« »Ich habe sie singen hören. Ihr Gesang ist aus Eis und Wind und Schnee.« »
aus Eis und Wind und Schnee?« wiederholte er und versuchte sich vorzustellen, wie sie wohl aussehen mag. »Sie muss sehr, sehr schön sein.« »Ja, sie ist die Tochter des Königs. Sie ist sicherlich sehr schön.« »Aber obendrein liebt sie uns alle und deshalb singt sie auch ihr Lied.« Weißt du, unser Federnkleid ist nicht warm genug für Eis und Wind und Schnee. Und so warnt sie uns mit ihrem Lied, dass es an der Zeit ist, diesen Wald zu verlassen und nach Süden zu fliegen. Der Kleine grübelte und fragte, »Warum habe ich ihr Lied noch nie gehört?« »Vielleicht deshalb, weil du schon schläfst, wenn sie ihr Lied singt.« »Dann werde ich aufbleiben«, sagte er entschlossen. »Dann werd auch ich es hören können.« Lächelnd sagte die Mama, »Wenn du einmal erwachsen bist und aufbleiben kannst, solange du willst, dann wirst auch du ihr Lied hören und ihre Worte verstehen.« »Ich will ihr Lied aber jetzt schon hören.« »So etwas darfst du dir nicht wünschen«, sagte seine Mutter. »Ich hab dir alles erzählt, was ich weiß. Du bist noch klein, mein kleiner Sohn. Du musst jetzt schlafen. Es ist schon spät. Es wird bald morgen.« Der kleine Vogel wehrte sich noch ein wenig, aber es dauerte nicht lange, bis seine Augen vor Müdigkeit zufielen. Als er eingeschlafen war, machte sich die Mutter an die Vorbereitungen für ihre lange Reise. Und von fern, ganz weit über den Hügeln, erklang das Lied der Prinzessin des Waldes. Hier endet die Geschichte, die ich einst auf einem abgerissenen Stückchen Zeitung fand. Wollt ihr wissen, wie sie weitergeht? Ich werde sie euch erzählen. Am Morgen der Abreise, als alle Vögel damit beschäftigt waren, den Wald zu verlassen, um nach Süden zu fliegen, verschwand der kleine Vogel aus seinem Nest und drang tief in das Innere des Waldes. Er wusste, seine Mutter würde sich Sorgen machen. Und so ließ er eine kurze Nachricht, um ihr zu sagen, dass er sie liebte. Dass er aber unbedingt die Prinzessin finden müsse, um sie mit seinen eigenen Augen zu sehen. So sehr hoffte er, Mutter würde seine Neugierde verstehen können. Derjenige, der solch ein Verlangen spürt, kann selten demselben Weg folgen wie alle anderen. Und dem kleinen Vogel ging es da nicht anders. Als er die Tiefe des Waldes erreichte, pflanzte er sich auf einen kahlen Ast und wartete. Viele Tage vergingen. Dem Kleinen war kalt und er wurde immer hungriger. Die wenigen Beeren, die er fand, füllten bei weitem nicht seinen leeren Magen. Dennoch gab er die Hoffnung nicht auf, der schönen Prinzessin zu begegnen. Er wartete und wartete. Wochen vergingen und es wurde immer kälter. Der Winter zog ins Land und er begann sich zu fragen, wie er denn all dies überleben sollte. Als er dachte, es wäre am Ende, hörte er ganz nah ein wunderschönes Lied.
Hier bin ich, rief er. Prinzessin, ich bin hier. Ich bin gekommen, um dich zu sehen. Er konnte sie nicht gleich sehen, hörte aber nicht auf zu rufen. Endlich, da war sie. Und sie war von solcher Schönheit, dass der kleine Vogel so geblendet war, dass er vorerst gar nicht sprechen konnte. Sie war noch viel schöner, als er sich in seiner Fantasie jemals vorstellen konnte. Die Prinzessin ging auf ihn zu und fragte sanft: »Warum bist du nicht deiner Familie gefolgt?« Der Kleine antwortete: »Ich wollte dich mit meinen eigenen Augen sehen. Meine Mutter und alle anderen sind nach Süden geflogen. Ich werde sie niemals mehr einholen können. Lässt du mich bei dir bleiben?« Die Prinzessin lächelte. Und da sie wusste, dass er nun ganz alleine war, sagte sie liebevoll: »Du wirst für immer bei mir bleiben.« Sie kniete neben ihm nieder und küsste ihn so lange, bis er so weiß war wie der Schnee, der vom Himmel fiel. On this distant shore.